Liebe Zuschauer, ich möchte jetzt anhand eines Beispiels Ihnen zeigen, wie eine Altersvorsorgeplanung aussehen kann. Thomas, 20 Jahre alt, möchte gerne eine zusätzliche Rente von 2.000 Euro mit 67. Thomas unterstellt für seine Altersvorsorgeplanung eine Inflation von für sich 3% und würde gerne jetzt von uns wissen, wie sieht es eigentlich aus, was muss er heute noch tun dafür, damit seine Idee, sein Wunsch und sein Traum von seiner Rente mit 2.000 Euro funktioniert. Wir rechnen mit ihm gemeinsam. Dafür nehmen wir wieder den BBK Minimax Volksrechner her. Wir geben gemeinsam ein, von 20 bis zum 67. Lebensjahr sind es 47 Jahre. Wir geben ein, 47 auf die Jahre. Thomas unterstellt für seine Altersvorsorgeplanung eine Inflation von 3%. Wir geben ein, 3 auf Zins. Thomas wollte heute, also zum heutigen Tag, eine Kaufkraft von 2.000 Euro. Wir geben ein, 2.000 Euro und tragen es ein auf den Start. Zwischendrin passiert nichts, 0 auf die Rate. Wir sehen uns an, welche kaufkraftbereinigte Rente Thomas braucht, um 2.000 Euro zu haben. Wir drücken aufs Ende und erhalten dort ein Ergebnis von 8.023,79 Euro. Wir tragen das ein in unsere Tabelle. Thomas benötigt also mit 67 8.024 Euro, damit er eine kaufkraftbereinigte Rente von heute 2.000 Euro hat. Thomas ist natürlich darüber erstaunt, dass 8.024 Euro dabei rauskommt. Das ist eine Zahl, die hat er sich so nicht vorstellen können. Wir berechnen jetzt für Thomas das Vermögen, was ihm an seinem 67. Lebensjahr zur Verfügung stehen muss, damit er sich seine Rente auch leisten kann. Thomas rechnet mit einer Lebenserwartung von 90 Jahren. Das heißt also, wir sprechen von 67 bis 90 von 23 Jahren. Wir geben wieder gemeinsam ein. Thomas möchte sich die Rente über 23 Jahre auszahlen. Thomas unterstellt in der Anlagezeit einen Zins von 5%. Davon müssen wir noch die Inflation abziehen. Das ist finanzmathematisch zwar nicht ganz korrekt, aber es gibt uns einen Näherungswert. Und das ist ja heute das Ziel. Das heißt, 5 minus 3 bleibt ein realer Zins von 2% übrig. Den geben wir jetzt hier ein, 2 auf Zins. Am Ende kann das Vermögen aufgebraucht sein, 0 auf das Ende. Der Start ist gesucht und wir müssen noch eingeben die Rente von 8.024 Euro. Wir geben ein 8.024 auf die Rate und sehen dann, was am Anfang für ein Vermögen da sein muss. Wir drücken auf Start und erhalten das Ergebnis 1,77407 Millionen Euro. Die tragen wir auch kurz ein. 1.777.408 Euro. Jetzt kennt Thomas das Vermögen, was er zu seinem 67. Lebensjahr zur Verfügung haben muss, damit seine Idee von seiner Rente funktioniert. Thomas möchte jetzt natürlich gerne wissen, wie hoch ist die Sparrate, die er monatlich zur Seite legen muss bis zu seinem 67., dass das auch funktioniert. Wir haben für ihn einfach mal drei Anlagealternativen vorbereitet. Das ist einmal die klassische Rentenversicherung. Die bringt im Schnitt zwischen 2 bis 4%. Wir nehmen einfach das Mittel daraus, 3%. Wir haben einmal die fondsgebundene Rentenversicherung. Die bringt zwischen 4 bis 6%, im Mittel 5%. Und wir haben einmal einen Investmentsparplan. Der bringt zwischen 6 bis 10%. Daraus das Mittel wären 8%. Jetzt gehen wir einfach hin und berechnen mal, welche Sparrate Thomas braucht, damit er sich dieses Vermögen von 1,7 Millionen Euro knapp aufbauen kann. Wie lange hat Thomas Zeit zum Sparen? Von seinem 20. bis zu seinem 67. Lebensjahr. Das sind also 47 Jahre. 47 auf die Jahre. Thomas unterstellt bei der Rentenversicherung einen Zinssatz von 3%. Wir geben ein, 3 auf Zins. Am Start, sozusagen am Anfang, hat Thomas kein Kapital, 0 am Start. Gesucht ist die Rate und am Ende brauchen wir ein Vermögen von 1,777408 Millionen Euro, die wir am Ende benötigen. Jetzt drücken wir die Rate und können Thomas sagen, dass er, sollte er in eine klassische Rentenversicherung sparen, eine Sparrate von monatlich heute ab seinem 20. Lebensjahr von 1.455 Euro sparen muss. Wir tragen ein, 1.455
ist die Sparrate bei einer klassischen Rentenversicherung. Thomas hat ja jetzt die Möglichkeit, vielleicht gegebenenfalls in eine fondsgebundene Rentenversicherung einzusparen. Die würde für ihn einen Zins von 5% erwirtschaften. Wir geben gemeinsam ein, 5 auf Zins. Alle anderen Werte bleiben gleich, sodass wir jetzt nur noch auf die Rate gehen. Bei der Rate steht jetzt 813 Euro. Das heißt, wenn Thomas in diese fondsgebundene Rentenversicherung spart, muss er noch 813 Euro monatlich sparen. Wir haben noch eine dritte Variante für Thomas und das ist ein Investmentsparplan. Bei einem Investmentsparplan erhält er 8%, das heißt, wir müssen wieder nur eine Eingabe verändern, das heißt 8 auf Zins und sehen einfach nach, welche Sparrate Thomas jetzt sparen muss, damit er sich sein Ziel von 2000 Euro Zusatzrente erfüllen kann. Und wir erhalten hier eine Sparrate von 315 Euro, die tragen wir auch noch mit ein. Und hier geht es mir nicht um richtig oder falsch, sondern es geht letztendlich darum, Vermögen ist Zeit mal Geld mal Ertrag. Thomas ist noch jung, ist 20 Jahre alt, hat 47 Jahre Zeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten in diesem Anlageuniversum, wie er seine Altersvorsorge gestalten kann. Ich habe Ihnen einfach jetzt mal drei aufgezeigt. Jeder muss für sich selbst entscheiden, möchte er lieber in eine klassische Rentenversicherung sparen, hat er eine sichere Variante vielleicht, muss aber dementsprechend auch mehr sparen. Wählt er vielleicht die fondsgebundene Variante mit 813 Euro oder sagt er, Mensch, 47 Jahre ist eine sehr lange Zeit und ich versuche es mit 315 Euro. Letztendlich ist es immer eine persönliche Entscheidung, da muss jeder seinen Weg finden. Nehmen Sie das einfach als Beispiel, entscheiden Sie selbst. Viel Spaß beim Rechnen Ihrer eigenen Altersvorsorge. Vielen Dank.